Palmström. Palmström steht an einem Teiche und entfaltet groß ein rotes Taschentuch. Auf dem ist eine Eiche abgebildet, so wie ein Mensch mit einem Buch. Palmström wagt nicht, sich hineinzuschneuzen. Er gehört zu jenen Käuzen, die oft unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt. Zärtlich faltet er zusammen, was er eben erst entbreitet, und kein Fühlender wird ihn verdammen, wenn er ungeschneuzt entschreitet.